Damit du Bescheid weißt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fisherman Friends im Zimmer. Dieses Video ist nicht unterstützt durch Plugpad. Wir fahren heute nach Malmö. Malmö, eine Stadt, die bekannt ist für ihr Essen, ihr Konto. Für was noch? Was essen? Auf. Du freust dich auf Malmö? Keine Ahnung, ist das krass? Das hat einen Turm. Ja, stimmt. Nee, also wir freuen uns alle auf den Malmö Tower oder wie wir ihn auch gerne nennen. Da kann man drin wohnen und das ist toll, glaube ich. Und mehr kennen wir gar nicht von der Stadt. Wird auf jeden Fall wieder ein toller, einflussreicher Tag für... Wir sind alle irgendwie nur noch durch. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich habe auch voll lange... Bin ich durch. Wie gut geht's dir? Sehr gut. 9 von 10. 9 von 10. Ich weiß auch nicht, irgendwie bei mir ist alles... Arsch. Ne? Ich muss mal packen jetzt, Leute. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, Kamera kommt wieder nah ran, dann lasst doch mal einen Daumen. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann beim Auto. Mal kurz. Ne? Bis gleich! Ne, Izzy? Tschüssi, Betrüger. Tschüssi, Betrüger? Ja. Hast du meine Zuschauer gerade Betrüger genannt, oder was? Hä? Der Dieter Bohlen. So, ich habe mir gerade noch spontan überlegt, ich möchte eigentlich euch nicht mit rausnehmen. Deswegen mache ich was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar eine Teleportation. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Oh mein Gott. 3, 2, Izzy? Ja. Juhu. Wollte ich auch gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Ich bin heute im Auto mit Izzy. Hallo, mein Name ist IZZI und willkommen zu einem neuen Video. Nicht Izzy. Was? Wo bin ich? Und mit dem. Und mit dem. Ja, was passiert hier, Felix? Was ist los? Ich glaube, die ist nicht von unserem Geschlecht. Oder zeig mal. Ja, wir fahren jetzt nach Malmö. Malmö ist da. Also fast an Kopenhagen, aber nicht. Und da fahren wir dann morgen hin und dann fahren wir wieder über Punktestadt nach Deutschland. Was ist denn Punktestadt? Blitzbuck. Ah. Sieht ziemlich nice aus. Wir müssen nicht, wo wir parken, aber das finden wir schon. Gibt es vielleicht einen Vlog, wo du mal nicht komplett geistig unverwertbar bist? Das bin für ich. Die Menschheit. Alter. Dein Mikrofon ist nicht drauf. Ist es mir bewusst? Das ist im Auto. Wo ist es genau im Auto? Ja, cool. Baby, dann gebe ich gerade eben drin stecken geblieben. Ernsthaft? Also dann kann er euch hinstecken. Also man hat ja auf jeden Fall mal jetzt noch schreien gehört, aber ich höre ihn gleich auch aus seinem Zimmer schreien. Das ist das Hotelzimmer. Das ist unser wundervoller Ausblick. Na, boah, es ist warm an den Beinen. Übertreibe. Hallo, Frau mit blauem Handschuh. Tschüss. Und wir gucken jetzt mal gleich in die wunderbare, schöne Altstadt von Malmö, glaube ich. Denn das sieht sehr, sehr schön aus, muss man sagen. Ist alles so ein bisschen altertümlich im Stil und ganz cool, ne? Ich dachte, da geht's zu den Nachbarn. Hä? Hier ist ja der Schrank. Ja. Hier ist ja der Schrank. Oh Mann, jo. Verschiedenste berühmte Personen waren schon hier. Stimmt. Zum Beispiel hätten wir da David Guetta. Geil. Oder aber auch Arash. Oder auch Sergat. Ja, irgendwie kenne ich gar nicht so viele mehr. Ich auch nicht. Hier sind ein paar bisschen Boys am Start, aber so richtig wissen, wer das jetzt hier alles ist. Ich liebe unseren Content, der ist nee, immer gleich. Du bist im Gesicht. Oh, oh.
fett. Den Bild kaputt machen. Den Bild. Deine Mutter fickt. Nice. So, das ist ja ein wunderbarer Marktplatz. Ne? Hier können wir uns jetzt irgendwo reinballern, was Mittagessen, Kaffee trinken. Super entspannt. Das in der Mitte soll sehr angesagt sein. Das in der Mitte, sagst du? Gut, wir sind jetzt auf diesem Marktplatz angekommen, wo wir hin wollten. Das war original 200 Meter. Alle. Ja, machen wir jetzt auch. Saufi? Ist sie saufen? Nee, wir waren 200 Meter ungefähr nur weg vom Hotel bis hierhin. Das ist mega prall gefüllt und das ist auch das, was ich von meinen Frauen erwarte. War nicht so witzig. Ich dachte, dein Gemütszustand. Der Gemütszustand ist durchgehend prall gefüllt. Wir holen uns jetzt erstmal was zu essen, waren happy und dann. Weiß ich nicht, da hinten gibt es irgendwas Grünes. Bist du für was Grünes? Sind wirklich alle am Saufen Samstagmittags. Ja, ja. Das ist Wochenende. Lifestyle. Wochenende. Samstag. Nee, verpiss dich. Jetzt wollte ich einmal auf Kamera. Nein! Das ist die erste Bombe. So, wir haben Happy gemacht. Das war okay, das war auch okay, hat aber irgendwie fast anderthalb Stunden gedauert. Das war nicht so okay. Ne? Also du bist ein verwöhnter Schnösel und ich finde das auch okay. Willkommen zurück vom Cut. Wir gucken jetzt mal, dass wir noch irgendwie was in Malmö hinkriegen, denn wir haben doch schon ziemlich viel Zeit drauf und dachte mir nicht, dass das so krass ist. Ne? Nein, keiner. Ne? Man verpitzt sich heute gerne. Hallo Leute, wir laufen hier immer noch. Ich habe aber für euch ein neues Feature. Dein scheiß Maul. Okay. Mein neues Feature ist drehen. Das heißt, ich kann jetzt. Aua! Es tut vielleicht weh! Drauf? Ja, natürlich. Ja, das wirft und wieder fängt. Was wollt ihr so? Hat er das wieder gefangen? Aua! Das war die coolste Schlägerei ever. Willkommen bei meinen YouTube-Titeln wieder mal. Das war die coolste Schlägerei ever. So, weiter geht's nach vorne. Ja. Alter. Zeig mal bitte mach das mal an, ob das wirklich, ob du das. Ja, aber dann muss ich das doch jetzt ausmachen. Ja, mach das mal aus jetzt und zeig mal dann. Aber das ist qualitativ hochwertiger Content. Das ist cool mit dem Drehen, ne? Jordi, aber die Kamera will dich. Die Kamera will. Jordi, nein! Hast du gerade das auf mich geworfen und wieder gefangen? Ja. Was für verrückter Content. Ja, hi. Na, Easy's Vlog. Wie geht's euch, Easy Taker? Sag mal, hi, Waffeln zu den Easy Takern. Ja, cool. Danke, Waffeln. Voll nett von euch. Craft Club hat's vorgemacht. Dein Vater, er wohnt im Puff. Deine Mutter? Sie ist voll wie ein Club. So, wir sind angekommen im Hotel. Es ist schon ein bisschen später. Es ist ruhiger. Izzy schläft. Und ich nicht. Wir sind alle immer noch so müde. Ich weiß nicht, wo das herkommt, Leute. Aber morgen gibt's endlich keinen blöden langen Autotag mehr, denn morgen geht's nur über die. Sind wir wieder dabei und. Ausreden vorbei. Jetzt nicht, dann fange ich von. An. Morgen geht's nur nach Kopenhagen und von Malmö nach Kopenhagen ist eine Brücke. Und über die Brücke kann man rüberfahren und dann muss man noch hinfahren, dann dauert das nur 45 Minuten. Das heißt, morgen haben wir einen kurzen Autotag und können dann ganz viel in Kopenhagen erleben. Juhu! Freust dich auf Kopenhagen? Das freue ich mich frei. Auf morgen. In Kopenhagen. Jo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, heute war ein wirklich echt komischer Tag und Rivi hat mir wehgetan. Dann lasst ihr was, Izzy? Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, und wenn ihr eine Kritik habt, dann schreibt ihr das in die Kommentare. Und wenn es euch super gut gefallen hat und ihr das wem zeigen wollt, dann macht ihr was. Der Spieler mit der Nummer 22 wird nun eingewechselt. Peter
Mama. Bis dann, Kids, Freunde. Bis? Morgen. Morgen. Denn da sind wir wieder dabei. Morgen. Oh, ist schon dunkel genug? Ist aus jetzt? Hallo? Ist noch nicht aus. Jetzt aber.